Wenn ich einem Alltagsmenschen begegnen will, dann stelle ich mich morgens einfach vor den Spiegel im Badezimmer und sehe ich an. Aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht um die Alltagsmenschen, geschaffen von der Bildhauerin, der Künstlerin Christel Lechner. Ihre Alltagsmenschen bevölkern mittlerweile jetzt gerade die Innenstadt von Braunschweig. Ein Zeichen dafür, wie beliebt sie sind. Die Sommer ohne die Alltagsmenschen ist irgendwie wie, ja, wie soll ich sagen, wie ein Braunschweiger Bier ohne Mumme. Ich habe mir übrigens erlaubt, einen Besuch von Christel Lechner und ihren Alltagsmenschen im Jahr 2017 noch einmal hervorzukramen aus meiner Fotokiste und stelle hier erstmal einige dieser Figuren vor. Danach geht es dann gleich los mit den heutigen Alltagsmenschen, die noch bis zum Oktober in der Braunschweiger Innenstadt zu bewundern sind, zu belächeln sind. Einfach wunderschön. Man kann auch ins Träumen geraten dabei. Viel Spaß. Aber was sind das eigentlich, die Alltagsmenschen? Es sind Betonskulpturen. Wer das nicht kennt, der stutzt zunächst einmal natürlich und sagt, Betonskulpturen, was soll das denn sein? Es ist so, Christel Lechner beobachtet seit rund 30 Jahren ganz genau und mit wachen Augen ihre Mitmenschen. Und dann hat sie begonnen, sie in Beton zu, ich weiß nicht, gießen, zu formen, wie auch immer, und vor allem zu bemalen. Und zwar in Lebensgröße. Die drei Grazien sind der heimliche Hit in diesem Jahr. Auch wenn der Springbrunnen gerade mal nicht in Betrieb ist. Naja, man kann nicht alles haben. Auch übrigens Alltagstiere in dem Fall. Geht doch nichts über eine gemütliche Kaffeetafel vor dem sogenannten Schloss hier in Braunschweig. Dem ECE-Schloss, Einkaufsschloss, Shopping-Schloss, wie auch immer man es nennen mag. Und dazu laden Christel und Laura Lechner in diesem Jahr ein mit ihren Alltagsmenschen. Ja, Alltagsmenschen ist genau der richtige Name. Es sind Alltagsmenschen und was will man mehr? Ich habe jede Menge Alltagsmenschen kennengelernt. Längst nicht alle, es sind fast an die 50, die schaffe ich heute nicht mehr. Vielleicht später mal. Okay, bis dann, tschüss.